Ja, was? Yo, Leute, was geht bei euch? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Tatsächlich läuft es einfach nicht so, wie ich es gerne hätte. Es geht immer mehr bergab. Aber trotzdem, wir ackern weiter. Vielleicht kommt was daraus. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Wir starten auch gleich rein. Wenn deine Mutter vom Elternsprechtag kommt... Oh, scheiße! Eine Woche PlayStation-Konsolen-Verbot. Safe! Der war gerade in der Konsole. Hundertprozentig. Oh, du hast so Glück, dass du schon schläfst. Na, warte, morgen kannst du was erleben. In dem Moment willst du nie wieder aufstehen. Der Elternsprechtag. Wo bleibt denn der? Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Bahn. Sie sind zu spät. Bin ich das? Ach so. Ja. Ja, mir egal. Ey, die haben so viel gestreikt. Wer fährt mit der Bahn? So viele Leute sind zu spät auf Arbeit, Schule oder was auch immer gekommen. Die Deutsche Bahn verdient so viel Geld, Bro. Sie sind eingestellt. Ja, okay. Wir brauchen Leute wie Sie. Wann soll ich morgen kommen? Ja, so um 10. Dann komme ich um 15. Das gibt eine Beförderung. Ja, cool. Wo? Es ist 15 Uhr und der kam nicht mal. Wo gibt's den Bart? Der ist schon cool. Nein. Der Bart war schon cool. Aufgepasst, was gibt uns ein Huhn? Eier. Richtig. Und was gibt uns die Kuh? Milch. Sehr gut. Okay. Doch, das stimmt. Jetzt frage ich Sie, was gibt ein Schwein? Vielleicht... Fleisch? Und isst den ganzen Müll auf? Nicht Bacon? Mm-mm. Falsch. Hausaufgaben. Der Typ. Das ist gerade eine Reaction von dem. Er hat einfach... Das alles bekommst du für 20 Euro. Okay, für 20 Euro ist sehr, sehr viel drinne. Ist sehr viel drinne von USA. Eine Coca-Cola aus Mexiko, Dreams Grape and Blueberry, Sour Patch Extreme. Okay, was ist ein Unterschied von der Coca-Cola aus Mexiko, Bro? Haben die irgendwie Tortillas oder so reingemacht? Michael likes sour watermelon, Hershey's Cookies and Cream. Hershey's Cookies and Cream kriegst du in Deutschland? Kriegst du auch in Deutschland? Die neuen Oreo Blueberry Ice Cream, ein Twinkie und ein Snowball aus Alkali. Was? Ein Snowball? Ein Twinkie? Das ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Ein Twinkie, die Packung. Also ich habe eine Twinkies-Packung genau hier. Die kostet 7,99. Und wir haben, wie viele Twinkies drin? Die ist komplett leer. Die ist komplett leer. Das ist nur noch 10 Stück. Digga, für einen Twinkie ein Euro oder was? Viel zu teuer. Diese Mutter erzählte, dass ihr Sohn blind ist und manchmal vergisst, dass andere Menschen sehen können. Als er also behauptete, er sei zu müde für die Schule, ging sie in sein Zimmer und sah, dass er mit offenen Augen schnarchte, um vorzutäuschen, dass er schlief. Jaden, I know you're faking. Your eyes are open. No, I'm not. Diese Was war denn das gerade? Ja, also ich habe das Video nicht ganz verstanden, aber egal. Ich frage Influencer nach ihren Talenten. Lauri, was ist dein Talent? Ja, was? Das ist irgendwie voll komisch. Jule, was ist dein Talent? Das hier. Wow, du hast ja Stabil. Wirklich ein Talent. Anna, dein richtig Talent? Da? Wow. Manja, was ist dein Talent? Hi, kein Talent. Fabi, was ist eigentlich dein Talent? Oh. Ich frage Popel. Gutes Talent. Wer diesen Goldbarren aus dem Käfig bekommt, gewinnt 15 Millionen Euro. Dieser junge Mann versucht es natürlich und versucht da? Den Goldbarren herauszukriegen. Doch was dann passiert, ist einfach unglaublich. Er schafft es einfach, aber dann passiert was ganz Unerwartetes. Und zwar der Verkäufer möchte ihm das einfach nicht geben. Ich würde mit diesem... Wie ehrenlos! Digga, der hat gerade... Der hat bestimmt einen Fünfer dafür bezahlt. Verkäufer kurzen Prozess machen. Aber wie viel wird der Goldbarren wert sein? Wie wiegt so ein Ding? 10 Kilo? Bro, der ist Millionär safe. Ganz ehrlich, es haben so viele Leute rausgefunden, wie ich das mit dem eigenen mache. Ich habe mir gedacht, ich zeig's euch einfach. Hä? Wie geht das? Hä? Der holt das Ei raus, ping, pong, 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 pong und bang und Ei? Was?
Wie? Hast du das geschafft? Ganz ehrlich. Der hat das nicht mal geedit. Würden Sie Ihre beste Freundin für 100.000 Euro schlagen? Nein, spinnen Sie. Safe! Oh Gott, nee, ich könnte gar nicht wehtun. Wirklich. Also sorry, geht gar nicht. Nee, da sind wir raus. Würden Safe. Sie Ihre beste Freundin für 5 Euro schlagen? Bruder, es tut mir leid, wir machen 2,50, 2,50, okay? Würden Sie Ihre beste... Was habe ich mir gerade angeschaut? Ich würde noch nicht mal ungeschminkt zum Briefkasten gehen, hallo? Meine Lieblingsbeschäftigung ist wirklich schminken. Boah, ich mag sowas überhaupt nicht. Wenn du dann irgendwo hingehen willst, bro, und sagst, komm, wir gehen da hin, erstmal eine halbe Stunde schminken, Digga. Und dann noch nicht mal die Klamotten an. Mietkritisch. Schminken, stylen, shoppen, Geld ausgeben, Leute ausnutzen. Leute ausnutzen, W, dass das jemand mal sagt. Genau das ist, was die machen. Leute ausnutzen. Paula Wolf Schwarz. Dankeschön. Wegen Geld und so und saufen gehen natürlich. Saufen gehen ist bei mir das A und O. Genau, ein Starbucks-Kaffee für 15 Euro, Digi. Den du zu Hause machen kannst für 2. Wirklich. Ich würde noch nicht mal ungeschminkt. Wenn Meckes Werbung ehrlich wäre, Part 2. Fürs Image haben wir jetzt unser Logo von rot zu grün geändert. Und wir verkaufen jetzt Warum? Auch einen veganen Burger und auch vegane Nuggets. Die schmecken jedoch wirklich nach Arschritze. Hat jemand schon mal vegane Nuggets probiert von Meckes? Und veganen Burger? Also, ich weiß, bei Burger King gibt es irgendwie plant-based, was auch immer das bedeuten soll. Aber trotzdem. Aber Veganer fressen selbst diesen ekligen Scheiß. Eigentlich haben wir die Mäuse bei Burger King platziert. Denn Mac ist der... Ernsthaft? McDonald's. Boah, sieht das gut aus. Mahlzeit. Auf Social Media. Alright. Hashtag Curry. Das Video hat, glaube ich, über 30 Millionen Likes. Glaube ich, 1 Milliarde Klicks. Für Erdbeere in der Valentinstagszeit, was auch immer, mit Schokolade. Und wir wissen alle, gefühlt keiner würde von uns würde das essen. Also, warum haben wir so viele Likes da gelassen? Jetzt geht irgendwie ein Mädchen viral mit einem Lied von Bob Marley, seinem Sohn. Lea Pons, oder wie auch immer, aus Australien. Woher weiß ich das, weil sie immer auf meiner For You-Page ist, Digga? Ich weiß nicht wieso. Ich hab nicht danach gefragt. Boah, sieht das gut aus, Mats. Wenn der stille Schüler den Lehrer hops nimmt. Alpay, kannst du mir vielleicht die Frage beantworten? Nein, kann ich nicht. Deshalb habe ich mich ja auch nicht gemeldet. Aber du meldest dich ja nie. Ich wollte dich gerade in den Unterricht mit einbeziehen, weil du nie redest. Das stimmt so nicht. Hm? Ich rede schon. Ich rede nur nicht mit ihnen. Ich rede nur nicht mit ihnen. Ah, ich hatte auch den Lehrer, wo ich mit nie gequackt hab. Dieser Mann hat ein mega eigenartiges Talent. Im Grunde genommen macht er das Gegenteil von Parkour und fällt absichtlich auf sehr interessante Weisen auf den Boden. Der Grund, warum er das tut, hat aber nichts mit irgendeinem Filmset zu tun. Tatsächlich sagt er, dass er einfach nur der Beste im Fallen sein will. Was haltet ihr von diesem Hobby? Dieser Mann... Krass. Also irgendwie ist es schon krass, irgendwie ist es aber schon doof, Digga. Falls du einmal falsch... Bein kaputt! Obwohl ich meinen Arm halt. Unfassbar, dieser Junge möchte etwas stehlen und steckt sich etwas in die Tasche und... Also ich weiß nicht, ob es jeder entdeckt hat, aber er ist... Ja. Und wir sind klar in den USA. Denn ich sag euch so, wie es ist. Wenn irgendjemand an diesem Regal ziehen sollte oder irgendwie komisch fällt und sich festhält... Das ganze Regal fällt auch auf dich. Du bist kaputt. Und wo ist es passiert? In den USA. Und währenddessen holt er sich natürlich etwas anderes auch, das er wirklich auch bezahlen möchte. Er geht zur Kasse und was da... Der Kassierer ist genau da und guckt die ganze Zeit auf dich, Bro. Ey, ich sag so, wie es ist. Die Dunkelhäutigen sehen in diesem Video wieder schlecht aus. Es tut mir leid. Ich bin jetzt einfach nur 100% ehrlich. Ladenbesitzer jetzt macht, ist unglaublich. Er verrechnet ihn 300 Euro und sagt ihm das Ganze. Und jetzt plötzlich rückt er das Gestohlene heraus. Ich glaube, der Vater von diesem Jungen, dem die Karte gehört, wird richtig sauer sein. Warum hast du sein... Okay, er hat vielleicht eingesteckt, weil er es nicht tragen konnte.
Aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht.